Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich bin heute wieder mal unterwegs von Marcu nach Boudry am Neuenburger See. Ich habe ziemlich schönes Wetter. Da oben ist noch das Schloss, wo ich das letzte Mal war. Und jetzt geht es zuerst runter Richtung See. Heute sehe ich jetzt wieder zum ersten Mal den Neuenburger See da unten. So, jetzt geht es hier hoch. Zuerst noch vom See weg. Da hinter diesem Baum nochmal das Schloss von Vaumarcq. So, jetzt geht es hier weiter. Einen Blick zurück nach Vaumarcq. Hier stehe ich wieder auf dem Bahndamm. Die Bahn geht da wieder durch einen neuen Tunnel. Und ich kann jetzt hier wieder zum Teil dem alten Bahndamm folgen. Der wurde 2000 eingeweiht. Und hier unten einen Blick auf den Neuenburger See. Ist leider heute dunstig und man sieht die Berge nicht. Ist auch ein bisschen kühl, aber zum Gehen ist es doch recht angenehm. Man muss sich halt ein bisschen wärmer anziehen. Ich befinde mich immer noch auf dem alten Bahndamm. Da vorne die erste Weinwerbung, die ich sehe. Da unten der See. Und hier, da bin ich jetzt gerade durchgekommen von dieser Seite. So, jetzt geht's hier
wieder weiter. Aber da muss ich auf den Hügel hoch. Kann ich nicht geradeaus. Einen schönen Rundumblick. Wie da geradeaus über dem See wäre, ist so weit lang. Ich habe den See ganz erreicht. Heute ein bisschen Wellengang, aber das macht mir nichts aus. So. Schon bin ich in einem kleinen Wald hier am See. Schön. Da ist ein größeres Schilffeld. Eine wunderschöne Anlage. Da kommt schon ein Schwan hergeschwommen. Schöner kleiner Hafen. Da noch mal einen ganzen Überblick über den kleinen Hafen. Da bin ich jetzt wieder an einem Bahnhof. Gourchier-Sette oben, wo ich heute auf den Bus umgestiegen bin von der Bahn. Da ist jetzt übrigens auch die Bahn schon wieder aus dem Tunnel raus. Und ich bin da schon wieder auf der eigentlich alten Strecke. So, da geht jetzt wieder meine Wanderung weiter. So wie es aussieht, befinde ich mich hier in einem älteren Teil. Schöne Häuser da und einen Turm, ganz schön. Das ist auch ein altes Haus da oben. Wow. So, wie sieht sich da runter? Wieder Richtung See. Der See ist da hier. Wieder vor meinen Augen. Da draußen sieht man noch einen Bagger. So wie es aussieht, Kies abgebaut im See. So, jetzt geht es da hinten durch. Schön da. Der Wellengang hat ein bisschen zugenommen. Da blüht es schon sehr schön. Ist auch ein kleiner Hafen. Wie ja, Fahrt. Schön. Da der Ausblick über den ganzen See. Und da noch sein kleines Häuschen. Das kann schön da unten. Da oben ist die Eisenbahnlinie.
Tal leitet die große Straße. Oh, da hier oben blüht es schon schön. Braucht die Bahnlinie. Jetzt muss ich da einen Teil der Straße entlang. Da unten ist der See. Aber es ist da hier schön abgegrenzt und von dem her nicht so schlimm. Hier oben kommt die Autobahn aus dem Hügel raus. Der Grund der Jura verschneit. Und da auch noch ein bisschen weiter oben wäre noch ein Schloss. Das ist aber privat. Und da bin ich jetzt nicht extra hochgegangen. Noch ziemlich groß. Jetzt bin ich wieder am See unten. Und mal auf einem Naturweg. Einfach schön, wie das hier blüht. Das sind so Wochenendhäuschen da. Schöne Anlage. Leider vom See total abgeschnitten. Dafür habe ich jetzt wieder einen schönen Weg. Bisschen Natur. Jetzt geht es da hinten durch. Es kann sein, dass ich hier dann wieder irgendwo den See sehe. Ja, hier. Da ist der See. Ein abgebrochener Ast. Ah, hier unten ist der See. Schön da. Oh, ich sehe gerade, ich bin falsch gegangen. Ich muss wieder zurück. Dieser Weg hört da auf. Gehe ich halt wieder zurück. Hier muss ich hoch. So ein bisschen hinten durch. Wow, da vorne. Auch noch ein gestürzter Baum. Da vorne ist ein bisschen viel umgefallen. So, noch unten durch. Es geht ja gut. Es ist zum Glück ziemlich hoch oben. Und da haben sie mir noch eine kleine über den Weg gelegt. So, jetzt geht es da noch ein bisschen hoch. Und da vorne wieder runter. Da sind irgendwann mal ziemlich viele
Bäume umgefallen. Oh, und jetzt komme ich wieder so auf einen schönen Holzweg da, gemacht worden ist, da, weil es doch wahrscheinlich ziemlich sumpfig ist. Da unten ist alles voll Wasser. Ist romantisch und so klar. Und wo kommt das Wasser her? Hier aus diesem Hügel raus. Schöne Stelle. Romantisch. Da vorne ein fürchterliches Durcheinander mit diesem Holz. Da muss da doch ein großer Sturm durchgegangen sein irgendwann mal. Und hier dieses Holz alles gefällt. Ja. Da oben ist auch schon was am Blühen. Ein kleines Schlösschen. Er ist auf Sitz. Und da draus Blick auf den See. Und dadurch wurde ein Naturzaun gemacht. Da sieht auch noch, sieht hallo aus da hier. Der Jura, ziemlich weit unter Schnee. Es ist viel gegeben in letzter Zeit. Und da bin ich fast so wie in einem Park. Es könnte ein ehemaliger Park gewesen sein. Das ist ein großes Schilffeld. Ich sehe wieder ein Paradies für Vögel. Hier sind wir jetzt mal schön in den Jura rein. Da ist der Weg nicht so schön. Alles noch nass. Eine Überschwemmung fast. Da gehe ich jetzt Liebe daneben. Das ist was sumpfiges Land. Der Weg wirklich nicht so schön. Dafür die Umgebung. Hier der Jura und der Rebweg da vorne. So schön. Da bin ich noch irgendwie an ein kleines Museum gestoßen. Sehr viele Tafeln. Leider alles nur auf Französisch. Da haben sie extra einen Weg für die Wanderer gemacht. Finde ich sehr toll. Da wieder so herrschaftliche Häuser. Das ist eine schöne Anlage. Da draußen wieder der See. Und da oben wieder so ein herrschaftliche Villa von früher. Da auf dem Hügel oben ist auch noch so ein kleines Schlösschen. Ja, das ist interessant. Da diese Häuser. Und da vorne der Jura.
ist ziemlich ein steiler Hang da vorne schon. Mal das Schloss. Da, diese steile Rebhang. So, wieder mal ein Rundumblick. Da der Rebberg. Und hier komme ich zum See. Und da hinten wieder der Rebberg. Da oben hier ist schon ziemlich eine dunkle Wolke. Da macht jetzt der Rebberg und auch der See einen ziemlich großen Bogen. Schön. Hier. So, nochmal einen Blick auf den Rebberg. Jetzt haben wir nochmal das Schlösschen. Und hier ist jetzt der Bogen. Schon hier hinten zum Jura. Am Jura entlang haben wir schon Niederschlag. Und hier noch ganz schönes Wetter. Da nach vorne ist auch schön. Meine Wanderrichtung. Ich hoffe, es bleibt jetzt noch ein bisschen so. Das Wetter wird immer schlechter. Schön hier an diesem Hang entlang, dieser Rebberg. Einfach schön dieses Geräusch. Und da drüben sieht man jetzt doch noch ein bisschen Berge. Das ist ein Nebenfluss von der Areuse. Da befinde ich mich jetzt im Delta von der Areuse. Die Areuse ist ein Fluss und die entspringt da im Jura. Wir werden die dann auch noch besuchen, aber das geht noch einen Moment. Da vorne der Jura. Da aus diesem Tal hier kommt die Areuse runter. So. Hier überquere ich jetzt die Areuse. So, ein doch mächtiger Fluss. Übrigens weiter oben ist eine ganz schöne Schlucht, die ist auch empfehlenswert. Und das da ist Richtung See. Jetzt geht es meinem Ziel entgegen. Dann
noch ein bisschen der Röss entlang. Es ist ein schöner Fluss hier, und das über 30 Kilometer lang kommt aus einer Karstquelle. Und der ursprüngliche Ursprung ist ein See in einem Hochtal. Schön hier hoch. Da zum Abschluss habe ich jetzt noch einen schönen Weg auf Röss entlang. So ist es wirklich schön zum Gehen da. Ist noch Natur. Hatte heute den größten Teil diese Straßen. Aber sonst was, in den Bergen entlang kommt immer mehr Wind auf. Bis jetzt hatte ich wirklich noch großes Glück, dass es trocken geblieben ist für heute. Tatsächlich ab Mittag auch wieder Regen gemeldet. Aber der ist bis jetzt zum Glück noch nicht gekommen. Aber da hat es viele Wurzeln. So, jetzt gehen wir noch ein kleines Städtchen, besuchen. Ich vermute, dass das die alte Eisenbahnbrücke ist. Da fuhr nämlich früher noch ein Zug durch. Da geht es jetzt noch einem Industriekanal entlang. Und da auf der anderen Seite ist die Röss. Da überquere ich jetzt die Röss. Und hier vorne ist der kleine Zug, den ich jetzt dann nehmen werde nach Neuenburg. Und zuerst werde ich noch einen Besuch abstatten. Eine ganz kleine Stadt mit auch einem schönen Schloss. Also, los geht's. Da vorne eine schöne Brücke. Noch ziemlich groß. Da wird die Röss gestaut. Eine große Anlage. Ganz groß. Und das ist jetzt noch in die andere Richtung hier. Richtung Neuenburger See. Ja, da kommt er schon. Eine solche Bahn, ja, da hält er noch an. Mit dieser Bahn werde ich dann bis zu Neuenburg fahren.
Von hier an ist ja Röhs jetzt gestaut. Da ist ziemlich viel runtergekommen. Da hier drüben ist der Endbahnhof. Da werde ich nachher auf den Zug gehen. Und jetzt geht es noch einen Moment, bis ich hier wieder ankomme. Altstadt. Die werde ich jetzt besuchen. Oh, das ist auch schön gemacht. Doch, he? Das Tal wird arös. Die Kirche von der Rückseite. Da habe ich jetzt das Schloss von mir. Und das Schloss ist natürlich geschlossen. Aber jetzt. Schöne Anlage da oben. Und da drüben, da hinten sieht man die Eisenbahnbrücke. Und da in dem Tal unten ist die Arös. Thank you.